Servus meine Freunde, eine neue Folge auf diesem YouTube-Kanal und diesmal wird es sehr, sehr spannend, weil es informativ zugeht, hinter den Kulissen, TÜV, bisschen, du weißt, Tricks, Mix und so. Heute gibt es die ganzen Informationen, was ich alles die letzten Tage durchgemacht habe, damit ich meinen Airride TÜVen kann. Die ungeschönte Wahrheit auf dem Kanal von einem Mann, der noch alle Kommentare liest. Also nicht vergessen, rein in die Kommis, gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen und ich würde sagen, let's go! Wir haben jetzt kurz vor 14 Uhr. Oh, natürlich sollte man sich anschnallen. Safety first. Sorry, meine Freunde, ich bin ein schlechtes Vorbild. Ich fahre, so jetzt, ich fahre nach Euskirchen heute Nachmittag, um meinen Corsa abzuholen. Der wurde getüft plus alle Eintragungen wurden erledigt. Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Die Kosten werde ich euch definitiv in diesem Video noch erzählen. Um einen Vergleichswert zu bekommen zu dem Geld, was ich bezahle an diese Tuning-Firma, möchte ich einmal eine offizielle TÜV-Stelle aufsuchen und mir einen Preis reinholen für exakt die gleiche Eintragung an einer offiziellen TÜV-Stelle. Damit ich weiß, okay, was habe ich an Boni bezahlt, damit der ganze Ablauf reibungslos funktioniert. Leider kann ich euch keine Firmennamen nennen. Ich möchte nicht, dass es später in irgendeiner Art und Weise Ärger gibt mit irgendwelchen beteiligten Leuten, weil ich vom Ablauf her, das muss ich vorab sagen, eigentlich sehr zufrieden bin, was die Kosten angeht. Da gehen wir später noch drauf ein. Also, es geht los. Ab zum TÜV nach Velbert. Hier ist auch die Stelle, wo die Führerscheine machen, also die Führerscheinprüfungen. Wir sind jetzt hier beim TÜV Rheinland. Ich glaube, ich darf gar nicht filmen auf dem Gelände. Ja, da vorne ist auch ein Schild. Also, bis gleich. Hallo. Hallo. Ich habe nur eine Kostenfrage. Mhm. Und zwar eine Einzelabnahme für ein Luftfahrwerk in Kombination mit werksseitigen Felgen. Mhm. Aber nicht für das Auto, sondern es handelt sich um einen Corsa, der auch über Vectra-Felgen fahren wird. Okay. Mit Radreifenkombination und einem Sportlenkrad. Ja. Für die Radreifenkombination, für die Felge, da haben sie irgendwie Nachweis, dass es vom Vectra ist. Mhm. Also ein Opel-Nachweis, dass es vom Vectra ist. Die HF-Felge ist das. Und eine Freigabe für, vom Reifenhersteller, dass der Reifen auf der Felge auf einer 6J fahren darf. Genau. Ja. Und, und das Lenkrad hat eine ABE. Ja. Also okay. Für Narbe und Lenkrad. Luftfahrwerk hat eine ABE, Genoteile-Gutachten. Und, So, jetzt auf dem Weg nach Euskirchen den Corsa abholen. Ich habe ihn vergangenen Mittwoch, glaube ich. Ich glaube Mittwoch. Habe ich ihn hingebracht mit einem Hänger. Heute habe ich mich dazu entschieden, Kurzzeitkennzeichen zu machen und den Wagen auf eigene Achse zu überführen. Ich werde, wie gesagt, nicht leaken, welches Unternehmen das ist. Die, die sich im Tuningwesen auskennen und Euskirchen hören, haben vielleicht den einen oder anderen Firmennamen im Kopf. Sobald ich gleich am Auto bin, mache ich einmal das Finanzielle mit den entsprechenden Personen und die Übergabe, sodass ich mein Auto dann mit Kennzeichen versehen kann und zurückfahre und melde mich dann gleich nochmal vom Corsa. Bis gleich. Wie man unschwer erkennen kann, sitze ich im Corsa, bin jetzt auf der 1 Richtung Dortmund, gleich kommt Köln und von Köln geht es weiter dann ins heimische Gefilde. Ich habe das einzige Interesse gerade, dieses Schätzchen unbeschadet zurückzubringen. Und jetzt kommt es drauf an,
habe ich alle Leitungen richtig gelegt, kann irgendwie Hitze, die der Motor und der Auspuff erzeugt, irgendwas den Leitungen anhaben und werden wir hier heile nach Hause ankommen. Die Auflösung gibt es in wenigen Sekunden. Ich kämpfe mich ein bisschen jetzt heute hier durch den Stau, weil es folgt jetzt das lange Wochenende, sehr viele Leute sind unterwegs. Und ja, Karre macht Bock auf jeden Fall. Auf der Autobahn wirklich neben den ganzen anderen Autos wie ein Spielzeugwagen. Aber das ist ja gerade das Spezielle an diesem Corsa. Und ich würde sagen, bis gleich, jetzt gibt es die Auflösung, ob ich heile nach Hause gekommen bin. Herr Junge! So, es ist soweit. Corsa, frischer TÜV, frisch alles eingetragen, steht bei mir in Wülfrath. Wie ihr sehen könnt an mir selber, es ist schon wieder der nächste Tag. Gestern Abend wurde es noch ein bisschen später, ich habe die Karre noch gewaschen. Dann ging die Sonne runter, dann konnte man natürlich nicht mehr filmen. So, jetzt zur Story von den Eintragungen für dieses Fahrzeug. Genau darum sollte dieses Video auch gehen. Ich habe in meiner Insta-Story aufgerufen, ob mir einer irgendwie einen TÜVer nennen kann in NRW, der korrekt ist. Weil, nicht um irgendwelche Sachen zu mauscheln, sondern ich weiß ganz genau, also ihr habt ja in diesem verpixelten Trailer gesehen, wo ich versteckt gefilmt habe beim TÜV, dass wir so ungefähr auf 300 plus minus gekommen wären für die Kosten für die Eintragung von diesem Fahrzeug. Sagen wir mal 500 Euro wären es gewesen, wenn wir zum TÜV, zum offiziellen TÜV gefahren wären. Und ich weiß, da bin ich mir ganz sicher, dass da immer irgendein Problem entsteht. Entweder passt irgendein Schlauch nicht, ihm gefallen die Kabelbinder nicht, die ich benutzt habe, aber fest ist wirklich fest bei mir. Ich will ja auch nicht, dass irgendwas abfällt. Es ist 100% gebaut. Oder irgendwelche Ummantelungen, die ich gebaut habe, gefallen ihm nicht. Oder es ist zu nah am Auspuff dran, was weiß ich, schieß mich tot. Irgendwas ist dann immer. Und in meinem Fall ist es so, dass der Abrollumfang von den Reifen, die ich fahre, ich zeige euch die mal, das sind 165er Reifen auf 50, 15 auf einer 6J-Felge. Man muss einen sogenannten Abrollumfang errechnen. Das bedeutet, die Reifen, da gibt es einen Rechner für, da gibt man die Reifen ein, da gibt man die Grundreifen ein, die das Fahrzeug sowieso hat. Dann errechnet ein System, ob es eine zu starke Abweichung gibt. Wenn das der Fall ist, würde das Tacho nicht mehr die korrekte KMA-Anzahl anzeigen. Was erlaubt ist, dass das Tacho zu viel anzeigt, was nicht erlaubt ist, dass das Tacho zu wenig anzeigt. Ich habe hier das große Glück, dass der Corsa fast 10 km/h mehr anzeigt, als er fährt. Du musst erstmal einen TÜVer finden, der entweder eine GPS-Fahrt macht, kostet natürlich auch Geld, oder der diese Toleranz hinnimmt. Nach seinem Ermessen, weil ein TÜVer kann alles nach seinem Ermessen machen. Ich habe dann diverse Angebote bekommen, wo ich hingehen könnte. Ein kurioses Angebot kam noch aus dem Bereich Duisburg-Oberhausen. Ich blende euch mal kurz was ein. Bin gerade bei dem, wenn alles so funktioniert, wie du gesagt hast, soll er sich melden und dann kann er das hier eintragen lassen. Soll aber 500 mal mitbringen. Und wenn so ein Harry mit Bonbon im Maul mir so eine Ansage macht, hier, ich solle da mal 5 Scheine mitbringen. Digga, auf Tod fahre ich nicht dahin. Da haben die Leute noch gar nicht das Auto gesehen. Geschweige denn irgendwelche Videos, Bilder etc. Ich habe lediglich nur ums Auto herum erzählt. B wurde da auch gar nichts hinterfragt. Und ich wollte in meiner Sache einfach safe sein. Wenn ich den Wagen einmal trailer, dann musste hinfahren, der muss TÜV-Abnahme bekommen, technisch ist er tipptopp und dann muss die Sache auch über die Bühne gehen und das ist letztlich dann auch so passiert. Jetzt zu den Kosten, was ich bezahlt habe. Okay, haltet euch fest. Ich habe für TÜV, also frischen TÜV, 150 Euro ist ja die normale Gebühr, plus
Eintragung, Einzelabnahme, Luftfahrwerk mit Radreifenkombination ohne Traglastbescheinigung für die Felgen, da es Werksfelgen sind, mit einem Statement-Schreiben vom Nankang Reifenhersteller plus das Sportlenkrad. Das alles in Kombination, so ein Luftfahrwerk einzutragen, ist ein bisschen aufwendiger, weil man da ein paar Tests machen muss, habe ich bezahlt 750 Euro. Für alles. Jetzt könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr dazu sagt, dass man so viel für eine Eintragung bezahlt. Ich hatte mal ein Projekt, da wollte ich einen Motor eintragen. Da hatte ich Angebote von 1500 Euro für eine Motoreintragung. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass wir 500 Euro beim normalen TÜV gelassen hätten, plus, minus und dann noch eventuelle Probleme entstanden wären und bei 750 Euro wir eigentlich safe sind, obwohl es so viel Kohle ist, war es meiner Meinung nach eigentlich noch im Rahmen. Weil ich muss es sowieso machen. Ohne TÜV macht dieses Auto einfach keinen Sinn. Deswegen muss TÜV drauf, muss die Eintragung drauf, weil ich kann es ja nicht benutzen ohne. So, wir schauen jetzt auch einmal in die Papiere rein. Hauptuntersuchung, geringe Mängel. Das ist nur, dass das hier ölfeucht, Getriebeölfeucht, Motorölfeucht, aber bei Baujahr 88 darf das auch mal sein. Hier ist die Eintragung und da könnt ihr dann sehen, ein höhenverstellbares Luftfahrwerk, Luftbalgnummer, bla bla bla, Federbeinnummer, Radmaß etc. Und hier stehen die Barangaben, die Vorder- und Hinterachse haben darf. Und 165/50/15, Bereifung auf einer Opel Vectra Leichtmetall. Felge 6x15 ET19, ein Victor Sportlenkrad mit KBA und die Narbe dazu. So, das ist die Eintragung. So, gehen wir noch einmal rum auf 0 Bar. Das schöne Vehikel. Freunde des Oldschools. Ja, Mann. Da gab es letztens so einen Kommentar, Corsa und dann so ein Kack-Smiley. Bro, wenn du keinen Respekt hast vor der Arbeit, egal was für ein Kfz das ist, und gerade wenn du keine Liebe verspürst für einen Wagen aus den 90er, 80ern, der tiefer gelegt wird und Felgen bekommt und ein Luftfahrwerk, dann bist du definitiv falsch auf meinem Kanal und kannst dich eigentlich verpissen. Weil ich finde das einfach respektlos, teilweise solche Kommentare. Ich mache ein 15-minütiges Video, wo ich mir wirklich einen abbreche und wo ich die Scheiße hier einbaue. Und das Einzige, was du geistreich dazu beiträgst, ist ein Kack-Smiley. Dann entweder, wenn es dich jetzt vom Content her nicht abholt, dann kannst du dich einmal enthalten. Okay, das Ganze ist nichts für mich. Hab dennoch Respekt vor dieser Arbeit, weil ich mache diese Arbeit ohne eine Hebebühne, ohne Fachwissen, in einer Garage, film das Ganze und du wirst dann kostenlos entertained dazu. Und wenn du das nicht möchtest, dann brauchst du auch einfach diese Videos nicht klicken. Du siehst ja am Thumbnail, worum es geht. Und das finde ich einfach respektlos, so einen Kommentar abzugeben. Da ich mein halbes Leben im Internet schon Sachen mache, bin ich eigentlich gegen solche Hate-Sachen nicht so empfänglich, aber ich dachte, wir müssen auf jeden Fall an der Stelle einmal drüber sprechen. So, der nächste Step hier ist bei diesem Fahrzeug der Farbwechsel. Das wird auch nochmal ein bisschen aufwendiger und da bin ich auch sehr, sehr gespannt und dann könnte man dieses Projekt dann auch endlich abschließen. Jetzt bin ich gespannt über eure Geschichten. Was habt ihr mal für Eintragungen bezahlt und was haltet ihr von der Summe, die ich bezahlt habe? Ist das Ganze gerechtfertigt? Und an der Stelle, der Thumbnail, da steht fast 1000, weil ich musste ja auch nochmal zweimal den Wagen quasi hinbringen und zurückbringen. Auch das ist mit Kosten verbunden. Also kommen wir schon so auf diese Kosten. Falls jetzt hier jemand rumheult, das Ganze ist ein Clickbait. Freunde, in dem Sinne, ich gehe jetzt was frühstücken, Kaffee trinken und ihr seht mich dann im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hinterhof Jargon. Peace out.